den Kopf zu. Blut läuft aus seinem Mund an seinem Bart hinab. Ich habe einen Fehler gemacht. Alle Kraft weicht aus seinem Körper und er fällt vornüber. Aus seinem Rücken ragt ein Pfeil. Andokai, Bavrago wurde getroffen. Du eilst sofort zu ihm. Balindis neben dir nimmt seine Hand. Zu spät. Der Pfeil war vergiftet. Ich spüre es. Ich hatte eh nicht vor, ins Reich der Zweiten zurückzukehren. Aber eigentlich wollte ich wenigstens meine Aufgabe erfüllen, um ruhmreich zu sterben. Du wirst nicht sterben, Bavagor. Andokai, kannst du nicht... Du drehst dich zur Maga um. Doch ein Blick in ihr Gesicht nimmt dir jede Hoffnung. Kaum merklich schüttelt sie den Kopf. Wir sind auf dem Totenland, nicht wahr? Lasst mich sterben. Dann kann ich wenigstens meine Aufgabe erfüllen. Mein Trotz wird stärker sein als das Verlangen, Böses zu tun. Bevor du widersprechen kannst, legt Boindil dir eine Hand auf die Schulter. Du weißt selbst, wie stur wir sind, Gelehrter. Wir sollten ihm seinen Wunsch lassen. Wenn er sich auf uns stürzen will, dann erledige ich ihn selbst. Auch du hast davon gehört, dass getötete Zwerge auf Expeditionen ins Tote Land dem Blutrausch für einige Tage die Stirn bieten konnten. Doch du willst einen besseren Weg finden. Du willst... Bavragos Atmung wird immer flacher, bis sie schließlich komplett aussetzt. Während Balindis noch neben dir schluchzt, erhebt der Steinmetz sich plötzlich. Sein Gesicht ist blass und seine Augen wirken abwesend. Nichts passiert, von dem ich mich aufhalten lassen würde. Ich sagte da, mein Trotz ist stärker. Keiner von euch weiß wirklich, was er sagen soll. Und schließlich treibt Bavragor euch dazu an, den Weg fortzusetzen. Du siehst dem Steinmetz seinen inneren Kampf an und weißt nicht, wie lange er ihm standhalten kann. Mit einem mulmigen Gefühl setzt ihr euren Weg fort. Okay. Nicht, dass wir noch einen Gefährten verlieren, das wäre dann ein bisschen ärgerlich. Das wäre dann ein bisschen ärgerlich. So. Wir haben wieder so einen Rüstungstrank gefunden. Was haben wir hier? 50 Proviant. Gold und schon wieder so eine doofe Perle. Gut. Aber jetzt haben wir genug Geld, um uns den anderen Talisman zu kaufen. Das sollte ich, glaube ich, gleich nochmal in Erwägung ziehen. So, ich muss jetzt die Tunnel verlassen, das kennen wir schon. Ah ja, hier. Bavragor ist auf dem toten Land gestorben und zurückgeblieben. Er sagt, er kann den Hass kontrollieren. Ihr fühlt euch unwohl in seiner Nähe, doch er ist der einzige Steinmetz, den ihr habt. Und bisher habt ihr euch nicht angegriffen. Naja, dann haben wir auf jeden Fall ihn ja doch verloren. Okay. Gut, dann würde ich sagen, dann laufen wir jetzt erstmal zurück, dann kann ich mir den anderen Talisman erstmal kaufen. Zwar hat Bavragor beteuert, dass alles in Ordnung ist, aber seit er zurückgekommen ist, hält er sich abseits vom Rest der Gruppe. Während eurer Wanderung beschließt du, ihn anzusprechen. Geht es dir wirklich gut? Ich fühle nichts, Tungdil. Ich spüre meinen Körper nicht mehr und mein Kopf ist merkwürdig leer. Ich hasse Dinge, die ich vorher liebte und Dinge, die ich hasste. Er wirft einen Blick auf Boindil. Würde ich am liebsten in Stücke reißen und verschlingen. Du hattest keine Ahnung, dass es so schlimm ist. Zum einen fühlst du einen unsagbaren Schmerz, deinen Gefährten in diesem Zustand zu sehen. Zum anderen hast du Angst, er könnte einen von euch anfallen. Und du hasst es, vor Bavragor so Angst zu haben. Hey, Maga, sag deinem Handlanger, er soll auf mich aufpassen. Wenn ich Dinge tue, die ich nicht tun sollte, soll er mich aufhalten. Alle sind stehen geblieben und starren den Steinmetz an. Andokai löst sich als Erster aus der Erstarrung und nach einem Nicken folgt Jerun den Anweisungen und weicht von da an nicht mehr von Bavragors Seite. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Wo müssen wir hin? Genau, wir wollten dort zum Dings hin. Das heißt, wir müssen dann hier hin. Dann nach da. Dann nach dort. Und dort. Und so. Grüschakas Größe und die Unglaublichkeit. Ja, kennen wir schon. Bevor ihr das Zelt des... Ja, kennen wir auch schon.
So, wir wollten uns jetzt kaufen, diesen Talisman der Heilung, ne? Genau. Bei erfolgreichen Angriff 10% Chance, 20% Lebenspunkte zu regenerieren. Obwohl die Frage ist, brauchen wir das? Weil die meisten haben jetzt ja alle Heilungsdinger, ne? Ich glaube, Tränke zu kaufen wäre sogar sinnvoller. Der hält mir für einige Zeit deutlich mehr Schaden. Ja, ich kaufe einfach ein paar Tränke. Ich glaube, da habe ich mehr von. Da haben wir, glaube ich, viel mehr von. Kleiner Heiltrank. Talisman der Initiative. Rüstungstrank. Ah, ne, komm, scheiß drauf. Ist aber faszinierend, ne? Dass durch das Löschen der Spielstände das Spiel irgendwie stabil läuft. Wenn ich jetzt überlege, seit 5 Stunden keinen einzigen Absturz gab, das grenzt schon an ein Wunder, würde ich sagen. So. Ja. So, dann noch da. Proviant ist auch schon wieder leer. Das geht aber ratzucki hier, ne? Mit dem Proviant. So. Gut, davor speichern wir auch nochmal. Man weiß ja nie. So, und dann auf ins Gefecht. Endlich erreicht ihr den Ort, an dem die Feuerklinge Form annehmen wird. Die Festung der Fünften mit der heißesten Esse im geborgenen Land. Drachenbrodem. Hier hat das Böse zum ersten Mal das geborgene Land betreten. Eine Schande für die Zwerge, die von Vrakas die Aufgabe bekommen hatten, es zu beschützen. Seitdem hat sich das tote Land ausgebreitet. Albä und Orks sind eingedrungen und die Elfen wurden fast ausgerottet. Aber ihr habt beschlossen, dem Bösen keinen weiteren Meter zu schenken. Ihr werdet die Feuerklinge schmieden und Nord-On aufhalten. Oder ihr werdet bei dem Versuch sterben. Entschlossen betretet ihr die alte Festung. Fünften wussten wirklich, wie man Festungen baut. Und wir sind vermutlich seit 1000 Zyklen die ersten Zwerge, die diese Hallen betreten. Kommt nur her, ihr Scheusale! Ich mag der Letzte sein, doch ich nehme sicher noch 4 Dutzend von euch mit in den Tod! Ganduga, haltet aus, mein König! Oh, das überrascht mich. Steckt doch etwas Mut in dem Gemmenschleiferlein. Kommt, lasst uns Ganduga helfen. Okay, gut. Wen nehmen wir denn mit? Tungel auf jeden Fall, ja. Der ist immer noch kein Level. Dings, der auch noch nicht. Die ist auch noch Level 8. Ich weiß auch nicht. Gut, ich würde sagen, wenn... Ich nehme mal sie, glaube ich, raus. Obwohl, die müsste da vom Level aufsteigen. Die hat 2240 von 2200. Muss ich nicht verstehen, oder? Ist ja merkwürdig. Weil ich würde dann ganz gerne sie mal mit reinnehmen. Mit der haben wir ja auch noch nicht gekämpft hier. Mit der kleinen Zwergenfrau. Ich glaube, dann ist sie auch glücklich, wenn wir sie mit reinnehmen. Die hat ja eh nur 2 Attacken. So. Beziehung 30, 20, was auch immer das heißen mag. Beziehung 10, 10, 10. Würde mich mal interessieren, was es mit den Beziehungen da genau auf sich hat, das verstehe ich noch nicht so recht. Aber okay.
So, wir nehmen auf jeden Fall Tungil mit in den Kampf. Wir nehmen Bräundil mit in den Kampf. Dann haben wir hinten die Zwergen. Und ihn hier. Da er aber auf Level 10 ist, würde ich sagen, nehmen wir ihn raus. Kann ich gar nicht rausnehmen. Warum nicht? Warum kann ich ihn nicht rausnehmen? Okay, schade, den können wir nicht rausnehmen. Naja, ist halt so. So. Mal kurz gucken, was hat Tungil denn aktuell überhaupt ausgerüstet? Tungil hat, glaube ich... was hat ein Tungil ausgerüstet? Was ist das denn? Rezept? Geraldas Trank. So, okay. Vielleicht brauchen wir das ja nochmal, man weiß es nicht. Ach da, genau, er hat den Talisman des Schutzes. Gut, Bräundil. Ich glaube, dem Bräundil können wir so ein Stärke-Elixier geben, oder? Damit er müssen wir Schaden machen. So. Oder nee, warte mal, ich glaube, das Stärkezeug geben wir ihr mal, wa? Weil sie ist sie am stärksten, beziehungsweise die hat am meisten Leben. Dann kriegt sie mal das Ding. Und Freundin kriegt irgendwas anderes. Und zwar... was geben wir dir, mein Lieber? Was geben wir dir? Irgendwas kann ich dir geben, die Frage ist, was? Für einige Zeit weniger Schaden? Ja, komm, kriegst du das. Das ist weniger. Obwohl, wir haben die Flasche auch in groß, oder? Ja. Das Lustige finde ich ja, ich weiß nicht, ob das generell ein Bug ist, ja, weil ich kann da diese Fläschchen den Leuten zuweisen. Und wenn ich dann am Kampf bin, kann ich die auswählen. Das Lustige dabei ist aber, die werden ja gar nicht weniger, die bleiben ständig im Inventar. Das ist doch, glaube ich, auch nicht so gewollt von den Entwicklern hier, oder? Weil ich habe auch gelesen im Steam-Forum, das haben einige Leute echt das Spiel innerhalb von, keine Ahnung, von 8 Stunden oder so komplett durchgezockt. Da frage ich mich auch, wie sind die denn da durchgerusht, ja? Weil ich spiele jetzt ja auch schon fast 20 Stunden das Spiel und bin noch nicht mal ansatzweise durch. Weil es wahrscheinlich daran liegt, dass ich einfach ein bisschen gründlicher gucke und nicht alles mitmache. Und ich dann nicht wie so ein Bekloppter durchrusche. Ich weiß es nicht. Aber nun gut. Bevor wir in den Kampf starten, bin ich mal kurz eine rauchen. Und dann bin ich dann gleich wieder da, ja?